Das Konzept unseres Regiomarkts ist eine Shop-in-Shop-Lösung, wo wir regionale Lebensmittel anbieten. Wir wollen den Kreislauf schaffen für unsere Landwirte, die bei uns Futtermittel beziehen, Betriebsmittel beziehen, deren Milch zum Beispiel an die Molkerei liefern und wir die Molkereiprodukte bei uns im Kühlregal verkaufen. Das ist für uns Effizienz wichtig, dass wir eben diese Kreisläufe schaffen. Die Produktvielfalt ist sehr groß. Ich sage immer, von A wie Almdammer Käse bis Z wie Zucker gibt es alles. Wir haben sämtliche Grundnahrungsmittel und natürlich auch leckere Genussmittel im Angebot. 100% der Artikel stammen aus Bayern und 60% kommen aus unserem Landkreis, aus dem Landkreis Cham. Und da geht es an vom Honig, vom Käse bis hin zu Wurstwaren, Fleischwaren etc., Mehl. Das kommt alles aus dem Landkreis Cham mit über 50 verschiedenen Lieferanten. Der Shop wurde im Mai eröffnet diesen Jahres, 15.05. während der Corona-Pandemie, und wir sind nach fast einem halben Jahr sehr zufrieden mit den Umsatzzahlen. In unserem Markt gibt es neben den Lebensmitteln auch handwerkliche Waren in dem Regiomarkt, die auch aus der Region kommen, vom Schmuck über Bienenwachstücher. Wir verkaufen Seifen und dann unser, ich sag mal, Standardsortiment, wie unsere Baumarktwaren, die aus dem Einzelhandel kommt, und natürlich Baustoffe und Agrarbedarf. Was passt besser zu Raiffeisen als ein Regiomarkt? Ich sage Hilfe zur Selbsthilfe, und nach Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem würde das mit Sicherheit auch gefallen, von unseren Mitgliedern Produkte wieder anzubieten, kurze Transportwege. Das ist eigentlich das Genossenschaftsprinzip in Reinform.